Aber dann wäre ja jetzt interessant zu wissen, was er dazu sagt, ne? Der gute Hagen. Ich gehe mal hin. Weil irgendwie muss ich ja auch hier weiterkommen, ne? Und wenn mir das nichts bringt, dass ich die leben lasse, dann muss ich sie wohl oder übel vielleicht doch wegentfernen. Nennen wir es mal so. Ich spreche mal mit Hagen und dann entscheide ich mich neu. Ich kann ja immer noch schnell laden. Lalalalala. So, Hagen war hier in der Kampfhalle, ne? Oder wie heißt das Ding? Wie heißt das Ding denn? Verwaltung? Das ist die Verwaltung? Naja, gut. Von mir aus. Das Problem mit den abtrünnigen Ketzern ist erledigt. Sehr gut. Dann geh und melde das bei Reinhold. Er hat zu entscheiden, ob das bereits ausreicht. Wegtreten! Okay. Okay, dann lassen wir es mal so, ne? Das ging so einfach gerade. Dann werden wir jetzt erstmal noch hier versuchen, die Leute anzuwerben. Da, wo sind die denn? Oh, weia, die sind ja alle an verschiedenen Orten. Ryder, okay. Wir besuchen mal kurz Ryder. Welche Richtung? Nach links. Theoretisch da hoch, ne? Kann ich da einfach rumlaufen oder muss ich jetzt fliegen? Muss ich fliegen? Will ich wissen. Ne, da drinnen wahrscheinlich, ne? Ich gehe mal gucken. Oder ist hier auch alles grün? Ach, da unten war ich auch noch nicht, ne? Weil da Spinnen sind, ne? Stimmt, da war ich noch nicht. Ich meine, hier oben war ich schon. Nur ich bin nicht ganz runtergegangen, weil ich Schiss in der Buchse hatte. Aber das habe ich ja jetzt nicht mehr, ne? Guck mal, wie sie alle da liegen. So, mal gucken. Da geht es auf jeden Fall noch tiefer. Ih, Fleisch. Ich will gar nicht wissen, wem das gehört. Anleitung, was war das? Was war das für eine Anleitung? Amulett der Persönlichkeit. Okay. Ein Amulett also. So, hier müsste es dann noch deutlich tiefer gehen, ne? Kann ich ja mal hingehen. Speichern. So, einmal runtergehen, weil da unten sind noch mehr Critter. Ich habe die schon gesehen. Okay.
Das hat sich ein wenig kompliziert gestaltet, aber ich habe es geschafft. Hm, wo ist denn jetzt weit? Ach, da. So, speichern. Kurz heilen. Weil hier springt gleich noch einer auf den Boden. Okay, haben wir mal ein paar Punkte gesammelt, ne? Den da machen wir auch gerade noch weg. Das ist eine Höhle. Ich bin irgendwie vom Weg abgekommen, ne? Kann das sein? Hier wollte ich ja gar nicht hin. Aber ist das diese Banditenhöhle? Nein, da sehe ich schon. Wow. Da sehe ich aber schon welche rumlaufen. Also ist das irgendwas anderes. Nachtschatten? Ach du meine Güte. Ne, den besiege ich jetzt aber. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. So. Nachtschatten, von wegen. Du bist ein Schatten deiner selbst, vielmehr. Radio Durans, okay. Sandiges Handbuch, gucke ich gleich mal. Wird das nichts. Oh, okay. Schlüssel. Hört sich nach einer Quest an. Blutiger Schlüssel, da ist er doch. Also doch keine Quest. Gucken wir mal rein. 120 Elixit nehmen wir gerade mit. Wir sind auch sowieso knapp bei Kasse. Kann man hier eigentlich schlafen, weil es ist so dunkel. Nee, ne? Nicht wirklich, schade. So, jetzt aber mal zurück zum Thema. Ist das die Hütte da drüben oder müssen wir noch weitergehen? Also wir probieren das mal hier jetzt. Guck gerade nochmal nach. Ne, die Hütte ist nicht. Eigentlich müssen wir den Weg zurück und dann da oben rein. Trotz dessen interessiert mich gerade diese Hütte. Okay, da lungert was rum. War aber zu erwarten, ne? Das Banditen? Dich mache ich fertig!
Raum mehr. Gut. Der schießt mit Raketen auf mich, Leute. Wie wär's mit Kämpfen? Naja, ich kämpfe ja selber nicht, ne? Nein, er ist weggeschlagen. Ich muss ihn noch plündern. Banditenanführer. Okay, was gibt's hier zu holen? Oh, da hinten ist eine kleine Insel. Interessant. Oh, ein Bett. Oh, schön. Erstmal schlafen, ne? Immer dieses Nachtdasein mag ich nicht. Okay, hier gibt's nicht so übermäßig viel. Kettensäbel habe ich ja schon in der Hand. Sonnenbrille, alte Münze. So, Moment, ich hatte aber vorhin in der Hütte da oben hatte ich ein sandiges Buch. Blutiger Schlüssel. Den hatte ich schon benutzt, ne? Was war das? Ach so, diese Anleitung. Hier, sandiges Handbuch 2. Überlebensratgeber der Flora und Fauna der Wüste. In diesem Teil werde ich auf die Tier- und Pflanzenwelt von Tavar eingehen. Die Wüste mag zwar kalt sein, nichtsdestotrotz gibt es einige Pflanzen und Tiere, von denen man sich hier in Acht nehmen sollte. Nummer 1, 6 Beine, harte, scharfkantige Schale, schnabelartiger Mund und große Klauen. Das ist ein Ripper. Das bedeutet 1, rennen, so schnell du kannst. Die Viecher sind selten, allein und saugefährlich. Nummer 2. Sei bei den Schluchten und Klippen, die ganz Tavar durchziehen, vorsichtig. Ein falscher Schritt und du stürzt in ein Loch voller schwarzer, spitzer Stacheln. Nicht gut. Nummer 3. Pflanzen. Auch wenn es keine Pflanzen in Tavar gibt, die Menschen direkt angreifen. Wow, was ist das für ein Satz? Auch wenn es keine Pflanzen in Tavar gibt, die Menschen direkt angreifen, so gibt es doch genug, die dich umbringen können. Bei den Pflanzen in Tavar muss man sich nur eines merken. Sie sind nicht essbar. Es mag ein oder zwei Sträucher geben, mit denen man etwas anfangen kann, aber der Großteil ist giftig. Lass einfach die Finger davon. Sicher ist sicher. Da sage ich vielen Dank für diese Information. Was hätten wir nur ohne ihn gemacht? Okay. So, hier unten sind irgendwo noch welche zum Klauen oder Beklauen. Plündern. Ich habe doch hier 3 Stück getötet. Wo sind die hin? Sind die wegdiffundiert? Ne, hier liegt da der eine. Ja, so. Alles klar. Und hier liegt der andere. Gut erhaltene Konservendose. Dankeschön. Jetzt sind wir aber noch kein Stück weiter mit unserer Mission, ne? Wir müssen rechts hoch. Und das sieht ziemlich hoch aus, da rechts hoch. Aber wie man immer wieder erkennt, haben wir noch lange nicht alles erforscht, ne? So wie das da unten zum Beispiel, den Strand. Den haben wir nicht erforscht. Okay, mehr waren das nicht. Moment, habe ich den nicht geplündert? Nö, habe ich gar nicht.
Wurde ich wohl abgelenkt von ihm hier. Das sind aber ganz schön wenig Ripper, ne, für so eine Gegend hier. Da sind normalerweise mehr zugegen. Aber heute nicht, heute nicht. Was habt ihr denn hier bewacht? An diesem seltsamen Ort, wo die Wellen durch den Boden schwappen. Guckt euch das mal an. Hui. Ah, liebe Entwickler. Feintuning. Feintuning. Macht aber nichts. Elix ist toll. Nehmt euch nicht zu Herzen. So. So, das denn? Knochen. Ja, hier sind überall irgendwelche Knochen und irgendwelche Gerümpel und Gestrüpp. Aber irgendwie keine so richtigen Schätze, ne? Wo man sagen kann, hier wieder hat sich gelohnt. Weil für Knochen und für Schrott, den kriegt man woanders auch zu Genüge, ne? Bin ja gut und gerne dran, darüber zu. Ich speichere mal ab. Kann ich denn schwimmen? Ja. Weil ich bin mal gespannt, was da ist. Vielleicht ist da ja auch gar nichts, aber wir lassen uns jetzt ablenken ohne Ende, wa? Weil es hier einfach so viel zu entdecken gibt. Okay, hier gibt es wirklich was, aber ich werde hier sterben. Aber ich will trotzdem mal gucken. Okay, dieses Wrack ist komplett verseucht. Okay. Also wenn ich da irgendwas machen möchte, muss ich irgendwie Schutz haben vorher. So, hier liegt noch ein Brocken, sehe ich gerade. Ansonsten nur irgendwelches Gehölz. So, jetzt gehen wir mal zu unserem Missionsziel. Endlich mal, ne? So, da ist noch ein Schakal. Ausnahmsweise mal ein nicht gezähmter. Also ich bin hier überzeugt davon, dass wir den da hinten besiegen können. Weil den müssen wir auch mit Nasty besiegen, ne? Versuch das mal. Keine Munition mehr. Ich sehe keine Energieanzeige. Oh. Okay, ich lade lieber. Ich habe sie jetzt gesehen, die Energieanzeige. Das ist im Moment noch nicht unser Niveau. Erstaunlicherweise. Wir sind doch schon Legat, oder wie die Knirpse heißen. Das dauert dann aber noch ein bisschen länger, ne? Bis wir Nasty für uns überzeugen können, ne? Kann das sein? Ich habe das Gefühl, das dauert ein bisschen länger. Weil diesen Burschen da zu besiegen, ist nicht ganz so einfach. Was ist das da oben? Ich kann das nicht identifizieren. Ach so. Ach so, jetzt sehe ich's. Keine Munition mehr. Das ist schlecht. Ohr eines Stalkers habe ich erhalten. Moin. Federvieh. Glaub mir, du bist besser dran, wenn du hier nicht rumlungerst. Da ist noch ein Stalker. Ich versuche mal mit der Waffe. Ist der so schwer, wie der aussieht? Ich hoffe nicht, aber ich weiß es nicht. Yeah.